besondere Ehre, heute nicht alleine auf der Bühne zu stehen, sondern ich begrüße ganz, ganz herzlich auf der Bühne Ella Endlich, und das ist dein Applaus. Ella Endlich, hast du auch deine Choreo? Ich dachte, jetzt machen wir das. Dankeschön. Hoffe ich, dass das alles genau. Das funktioniert genauso gut. Das ist aber deins, weiß ich. Ein Musiker gibt niemals sein Mikro aus der Hand. Vielen Dank. Genau. Und liebe Ella, du hast die ganz ehrenvolle Aufgabe, unsere Jury noch zu komplettieren. Da fehlt noch jemand. Genau. Das soll ja nicht ohne Mann stattfinden. Und ich wurde jetzt dazu aufgefordert, mal durchs Publikum zu laufen und zu schauen, welcher Mann denn Lust hat, so ein bisschen mitzureden. Der Lichtmensch hat schon Lust, aber du hast einen anderen Job. Das machen wir mit dir mal nicht. Wer von den Herrschaften, den Herren der Wahl, schaut denn ganz interessiert und hätte mal Lust, so ein bisschen mit den Frauen gemeinsam die Jury zu komplettieren? Wenn ich Sie da zum Beispiel anschaue, hätten Sie Lust mitzumachen? Wäre das was für Sie? Was sagt die Frau? Darf er? Darf er mitmachen? Sie möchten gar nicht, auf gar keinen Fall. Tja, da muss ich wohl weitersuchen. Wie ist es denn mit, die Herren gucken immer schon. Wie ist es denn mit Ihnen? Ja, oder Ihnen, oder Ihrem Kumpel. Oder Sie machen das als Doppelpack, wenn Sie sich nicht trauen. Also einer von den beiden, komm, einen riesen Applaus. Knobelt es aus untereinander, Xing Shang Chong, komm. Genau. Yes, wir haben jemanden. Genau, einmal an der Seite von Ella Endlich stehen, das ist doch was ganz Besonderes heute. Und da haben wir, toll, da haben wir jemanden gefunden. Er kommt doch ganz gemütlich hoch, ne? Aber so sind ja, wir er Männer. Er hat Zeit irgendwie. Finde ich gut, dass du mitmachst. Darf ich du sagen? Ich bin Ella und du heißt? Marco. Marco, schön, dass du dabei bist. Hallo Marco. Dann reihe dich doch gleich ein, das sind unsere Jurymitglieder. Ja, und du hast sie jetzt komplett gemacht, liebe Ella, die Jury. Und ihr dürft euch einfach schon mal platzieren, wenn ihr möchtet. Weil ihr habt den ehrenvollen Job, alles zu begutachten, aufzuschreiben. Ich glaube, das ist nicht so einfach. Aber wir haben extra für Licht gesorgt, damit das Denken etwas leichter fällt. Mhm. Und wir beide haben uns vorhin abgesprochen. Wir werden nämlich zusammen das Traumkleid prämieren. Und das ist für mich persönlich eine ganz, ganz besondere Ehre. Ich kann es wirklich nur betonen. Das ist für mich auch was Besonderes, mit jemandem wie dir auf der Bühne zu stehen, das muss ich ehrlich sagen. Oh. Ja. Und ja, das heißt jetzt nicht, dass er schleimt, nein, ich mag das wirklich ernst, und die mich kennen, wissen, das kommt von Herzen. Dankeschön. Und bevor du den Part jetzt übernimmst, darf ich noch ein paar einleitende Worte sagen zur Unbedingt. Weil wir werden nämlich vorab außerhalb der Wertung und zur Einstimmung etwas sehen von Rihanna und Reni, eine Modenschau für dieses Traumkleid mit selbstgemachten Modelkleidern. Rihanna trägt ein sportliches Outfit, wenn es losgeht, mit einer karierten Hose.